Kapitel 1.2 Tauhid al-Asma wa Sifat. Die Aufrechterhaltung der Einheit in den Namen und Eigenschaften. Diese Kategorie des Tauhid hat fünf Hauptaspekte. Erstens, um die Einheit in den Namen und Eigenschaften Allahs in diesem ersten Aspekt aufrechterhalten zu können, muss man Allah auf die Weise verstehen, wie er und sein Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, ihn beschrieben haben. Nach diesem richtigen Verständnis darf keiner seiner Namen und Eigenschaften weginterpretiert werden. Genau das würde jedoch geschehen, wenn man seinen Namen und Eigenschaften eine andere als die offensichtliche Bedeutung beimisst. Beispielsweise sagt Allah im Koran, dass er den Glaubensverweigerern und Heuchlern zürnt. Und auf dass er die Heuchler und Heuchlerinnen und die Götzendiener und Götzendienerinnen bestrafe, die üble Gedanken über Allah hegen. Auf solche wird ein böses Unheil niederfallen, und Allah ist zornig auf sie, und er hat sie verflucht und Jahannam für sie bereitet. Und das ist eine üble Bestimmung. Sura al-Fath, Vers 6. Deswegen ist der Zorn eine der Eigenschaften Allahs. Es trifft jedoch nicht zu, seinen Zorn mit seiner Strafe gleichzusetzen. Da Zorn ein Zeichen menschlicher Schwäche ist und damit angeblich nicht zu Allah passt, wird er von manchen Menschen weginterpretiert. Was Allah über sich sagt, sollte aber genauso angenommen werden, wie er es sagt. Sein Zorn darf jedoch nicht wie der menschliche Zorn verstanden werden, da Allah auch das Folgende sagt: Es gibt nichts seinesgleichen, und er ist der Allhörende, der Allsehende. Sura Ashura, Vers 11. Die sogenannte rationale Interpretation führt letztendlich zur Verneinung der wirklichen Existenz Gottes, wenn man ihre logische Schlussfolgerung betrachtet. Allah beschreibt sich selbst als lebend. Da der Mensch aber ebenfalls lebt, dürfte man, der Argumentationsweise der Rationalisten folgend, um Allah vom Menschen zu unterscheiden, weder annehmen, dass er lebt, noch dass er existiert. Tatsächlich beschränkt sich die Ähnlichkeit der Eigenschaften Allahs mit denen der Menschen ausschließlich auf die Bezeichnung. In ihrer Natur sind sie sich aber in nichts gleich. Werden bestimmte Attribute in Bezug auf Allah verwendet, so muss man diese in ihrer absoluten Bedeutung verstehen, frei von jeder menschlichen Schwäche. Zweitens. Der zweite Aspekt von Tauhid al-Asma wa Sifat beinhaltet, dass man Allah so versteht, wie er sich selbst beschreibt, ohne ihm dabei neue Namen oder Eigenschaften zuzuschreiben. Beispielsweise darf man Allah nicht den Namen Al-Ghadib, der Zornige, geben, obwohl er seiner eigenen Aussage nach tatsächlich zürnt. Aber weder Allah noch sein Gesandter haben diesen Namen benutzt. Dies mag vielleicht wie eine Feinheit erscheinen, es ist aber eine Notwendigkeit, um falschen Beschreibungen Allahs vorzubeugen, denn der Mensch ist in seiner Begrenztheit nicht fähig, den grenzenlosen Herrn der Schöpfung zu definieren. Drittens. Dem dritten Aspekt von Tauhid al-Asma wa Sifat zufolge ist Allah so zu verstehen, wie er sich beschreibt, ohne dass man ihm Eigenschaften seiner Schöpfung beimisst. Beispielsweise wird in der Bibel behauptet, dass Allah in den ersten 6 Tagen das Universum erschuf und am 7. Tag ruhte. Aus diesem Grund nehmen die Juden und Christen entweder den Samstag oder Sonntag als Ruhetag, an dem es als Sünde angesehen wird, zu arbeiten. Durch solcherlei Behauptungen werden Allah Eigenschaften seiner eigenen Schöpfung zugeschrieben. Es ist der Mensch, der nach schwerer Arbeit müde wird und schlafen muss, um sich zu erholen. Im Gegensatz dazu sagt Allah im Koran: Ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Sura al-Baqarah, Vers 255. An einer anderen Stelle in der Bibel wird Gott so geschildert, als ob er seine bösen Gedanken bereuen würde, wie ein Mensch, der seinen Fehler erkennt. Auf ähnliche Art und Weise wird dieser Aspekt des Tauhid auch durch die Behauptung,
dass Gott ein Geist sei oder eine Seele habe, vollständig zerstört. Allah sagt an keiner Stelle im Koran von sich, dass er eine Seele hätte, und auch vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, ist nirgends eine Beschreibung dieser Eigenschaften in den Hadithen überliefert. Vielmehr erklärt Allah die Seele als Teil seiner Schöpfung. Das Hauptprinzip, das man beim Verständnis der Eigenschaften Allahs beachten sollte, ist der koranische Vers. Es gibt nichts seinesgleichen, und er ist der Allhörende, der Allsehende. Sura Ash-Shura, Vers 11. Die Eigenschaften des Hörens und Sehens sind auch menschliche Eigenschaften. Wenn sie aber Allah zugeschrieben werden, dann in ihrer Perfektion und ohne Ähnlichkeit. Bringt man diese Attribute mit dem Menschen in Verbindung, so braucht man dafür Augen und Ohren, wie wir Menschen sie kennen. Allah kann so etwas jedoch nicht zugeschrieben werden. Das, was der Mensch über seinen Schöpfer weiß, ist nur das, was er ihm über seine Propheten mitgeteilt hat. Deshalb ist der Mensch verpflichtet, innerhalb dieser engen Grenzen zu bleiben. Lässt der Mensch seinem Intellekt bei der Beschreibung Allahs freien Lauf, besteht die Gefahr, dass er Allah Eigenschaften seiner Schöpfung zuschreibt. Wegen ihrer Liebe zur Abbildung haben die Christen unzählige Menschenbilder gemalt, geschnitzt und geformt und diese Abbilder Gottes genannt. Auf diese Art ließ sich die Vorstellung von der Göttlichkeit Jesu unter den Massen leichter durchsetzen. Nachdem der Schöpfer wie ein menschliches Wesen dargestellt worden war, stellte es kein Problem mehr dar, Jesus als Gott anzunehmen. Viertens. Der vierte Aspekt des Tawhid al-Asma wa Sifat verlangt, dass dem Menschen keine Eigenschaften Allahs zugeschrieben werden. So schreibt beispielsweise Paulus im Neuen Testament Melchizedek, dem König von Salem, einer Figur aus der Tora, und Jesus göttliche Attribute zu, indem er ihnen die Eigenschaft, ohne Anfang und Ende zu sein, zugesteht. Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam, und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Hebräer, Kapitel 7, Vers 1 bis 3. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hohepriester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Hebräer, Kapitel 5, Vers 5 bis 6. Die meisten schiitischen Sekten, mit Ausnahme der Saiditen im Jemen, behaupten von ihren Imamen, dass sie die göttliche Eigenschaft der absoluten Unfehlbarkeit, das Wissen über die Vergangenheit, über die Zukunft und über das Verborgene hätten. Außerdem schreiben sie ihren Imamen die Fähigkeit zu, das Schicksal zu beeinflussen, sowie Macht über die Atome der Schöpfung zu haben. Damit erheben sie diese zu Rivalen Gottes, die an seinen einzigartigen Eigenschaften teilhaben und damit offensichtlich zu Göttern neben Allah werden. Fünftens. Die Aufrechterhaltung der Einheit in den Namen Allahs beinhaltet auch, dass man Allahs Namen nicht in bestimmter Form seiner Schöpfung geben darf. Es sei denn, man stellt das Wort Abd, dies bedeutet Sklave oder Diener des, voraus. Viele der göttlichen Namen in ihrer unbestimmten, artikellosen Form, wie Ra'uf und Rahim, sind zulässige Namen für Menschen, weil Allah manche von ihnen in unbestimmter Form für den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, benutzt hat. Wahrlich, ein Gesandter aus eurer Mitte ist zu euch gekommen. Es schmerzt ihn sehr, wenn ihr unter etwas leidet.
Er setzt sich eifrig für euer Wohl ein. Gegen die Gläubigen ist er mitleidig und barmherzig. Sura At-Tauba, Vers 128. Die Form mit Artikel jedoch, Ar-Ra'uf, der Gnädige, und Ar-Rahim, der Erbarmer, können auf Menschen bezogen nur dann benutzt werden, wenn Abd vorausgeht, so wie bei Abdur-Ra'uf oder Abdur-Rahim. In ihrer bestimmten Form stehen sie für eine Ebene der Perfektion, die allein Allah vorbehalten ist. Andererseits sind Namen wie Abdur-Rasul, Diener des Gesandten, Abdul-Nabi, Diener des Propheten, Abdul-Hussein, Diener des Hussein oder ähnliche Namen nicht erlaubt, bei denen Menschen sich als Diener eines anderen außer Allah bezeichnen. Auf diesem Prinzip basierend hat der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen verboten, sich an ihre Sklaven mit Abdi, also mein Diener oder mein Sklave, oder Amati, also meine Sklavin, zu wenden.